Hi YouTube, willkommen zurück zu einem Nicht-Gameplay-Video. Heute geht's um Nanoleafs, wie ihr im Prinzip schon erkennen könnt. Wir haben hier die Nanoleaf-Shapes, die sich tatsächlich von den Nanoleafs hier hinten unterscheiden. Was genau der Unterschied ist, werde ich euch im Laufe des Videos zeigen. Wir werden die aber gleich erstmal anbringen, nicht hier, sondern im Wohnzimmer. Da wird es erstmal schön beleuchtet. Und anschließend zeige ich euch auch die Bedienung mit der App, was neu ist, was gleich geblieben ist und was man noch so alles Tolles mit den Nanoleaf Shapes machen kann. Was wir hier haben, ist einmal das Nanoleaf Shapes Mini Triangle Starter Kit mit 5 kleinen Dreiecken. Dann haben wir einmal das Nanoleaf Shape Hexagon Starter Kit mit 15 Hexagons. Und zusätzlich haben wir hier die Nanoleaf Shape Triangles, 3 Stück davon. Auch hier werdet ihr erkennen, dass es einen gewissen Unterschied zwischen den Triangles aus der Shapes-Reihe gibt, verglichen mit denen, die bereits hier hängen. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen die 3 Kartons mit und gehen rüber ins Wohnzimmer. Schauen wir uns die Hexagons an. Hier haben wir ein Starter-Kit mit 15 Light-Panels. Auf der Rückseite finden wir einige Inspirationen, wie man die Panels anordnen kann. Das Starter-Kit der Nanoleaf Hexagons besteht aus 3 Teilen. Einer großen Box und 2 schmaleren Boxen. In der großen Box finden wir den Großteil der Panels, die mit einer Wandmontageplatte versehen sind. Dann haben wir die Verbindungsstücke, die sich von denen im Vorgänger Nanoleaf Set unterscheiden. In den dünneren Kartons finden wir jeweils 3 Light Panels. Also 6 in Summe. Zurück zur Hauptbox. Dort finden wir noch weitere Einzelteile. Zum einen die Klebestreifen für die einfache Befestigung an der Wand. Einen kleinen Nanoleaf-Sticker und einen schmaleren Klebestreifen für die Befestigung des Controllers. Außerdem haben wir das Netzteil mit 2 Aufsätzen für die jeweiligen Steckdosenstandards. Und ein Netzteil, das nicht fest mit dem Controller verbaut ist, was sich ebenso von dem Vorgänger unterscheidet, was uns zusätzlich mehr Flexibilität beim Anbringen der Panels gibt. Die Nanoleafs sind an der Wand und ich kann euch nun zeigen, was die wichtigsten Funktionen der App sind. Mit nur einem Klick schalten wir die Nanoleafs an und können mit dem Regler die Helligkeit anpassen. Auf der Startseite der App haben wir bereits ausgewählte Farben und Szenen, die wir einfach anklicken können, um die Nanoleafs farblich anzupassen. Man kann sich Favoriten abspeichern und Playlisten zum automatischen Wechseln der Farben und Szenen erstellen, die in separaten Reitern zu finden sind. Unter dem Reiter Entdecken findet man zahlreiche Szenen, die entweder von Nanoleaf oder anderen Benutzern zur Verfügung gestellt werden.
Mit nur einem Klick bekommt man eine Vorschau auf seine Nanoleafs. Mit einem weiteren Klick lädt man die Szene herunter und findet sie anschließend in seinem Dashboard. Oft findet man passend zu den Jahreszeiten und Feiertagen entsprechende Szenen, wie hier zu Weihnachten. Weiterhin finden wir auch Szenen, die mit einem Musikzeichen gekennzeichnet sind. Das sind die sogenannten Rhythm-Szenen, die sich an die Musik anpassen, die man gerade hört. Was die Nanoleaf Shapes ebenfalls können, sind Touch Actions. Mit einem Double Tap kann man sie beispielsweise ein- und ausschalten. Man kann sich die Touch Actions auch selbst nach Wunsch einrichten. In meinen eigenen Einstellungen wische ich nach unten, um die Helligkeit zu senken, und nach oben, um diese zu erhöhen. Wenn ich nach links wische, komme ich zur vorherigen Farbszene, und wenn ich nach rechts wische, schalte ich die nächste Rhythm-Szene an. Da sind einem aber viele Möglichkeiten gesetzt in der App. Zum Schluss zeige ich euch noch die Zeitschaltpläne. Man kann voreinstellen, was die Nanoleafs an einem bestimmten Tag oder zu einer bestimmten Uhrzeit tun sollen. Soll es das Ein- oder Ausschalten der Nanoleafs selbst sein oder die Anpassung der Farbe, der Szene und der Helligkeit? Kommen wir zum Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und folgt rein bzw. abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Haltet die Ohren steif, würde ich jetzt normalerweise sagen, aber nein, haltet die Flossen steif und bis zum nächsten Video.